So, Laufhilfe, Gehhilfe ist fertig. Sehr schön. Dann bau bitte mal die Schilde. Und bau für mich bitte mal... Oh, Solar Panels können wir noch nicht. Blaue Chips. Shape Compression Bomb. Die Shape Compression Bomb, die sorgt dafür, dass Wasser entsteht. Wie ihr sehen könnt, ist die recht teuer. Das kommt auf jeden Fall auch in unser Basisset. Also in das Set, ich baue eine neue Basis. Das sind die Kiste, da kommt. Da gehört es auf jeden Fall zu. Weil wir wissen halt nicht, ob die neue Basis Wasser in der Nähe hat. Und wir brauchen Wasser für die Steam Engines. Ja. So, mein Spielerinventar ist nicht am Craften. Das ist nicht gut. Deswegen bau mal bitte 14 Lila Science Packs. Und du kriegst derweil Resin. Und wir fallen weiter Bäume. Und ich überlege weiter, was noch so gemacht werden muss. Oh, stimmt. Ich habe vergessen, in Richtung Roboter weiter zu forschen. Also wenn das Schild gleich durch ist, sollte ich wieder auf Roboter umschwenken. Und dann auch anfangen, schön regelmäßig Requester-Chests, Passive-Provider-Chests und so weiter zu bauen. Damit wir zum Beispiel die... Was ist das da? Achso, nur Wasser. Damit wir zum Beispiel die Engines, die normalen, von unten nach oben bekommen, damit wir die roten Chips von unten nach oben bekommen, damit wir blaue Chips herstellen können und so weiter. Das hilft dann doch schon mal ungemein. Hallo? Magst du bitte weiterhauen? Genau. 340 Resin wieder. Sehr schön. Du da, du da. Und du brauchst eine Weile. Ist okay. Oh, rote Tränke kommen nicht so gut hinterher. Und die da haben sogar Mangelerscheinungen. Das ist nicht schön. Dann machen wir doch einfach mal aus dir eine schnellere Fabrik. Fehlt irgendwas wirklich? Du könntest schnellere Ärmchen gebrauchen. Bitte bau mal davon welche. Und brech die Alien Science Packs ab. So. Wie viele Chips haben wir? Mehr als genug. Also brauchst du die nicht selber herstellen. So, falsch. So. Du. Da bei den Tränken, genau. Du bekommst schneller, du bekommst schneller. Rauslegen dürfte nicht das Problem sein. Schon wieder Forschung fertig. Wir wollten in Richtung Roboter gehen. Geschwindigkeit und Dingens war recht teuer. Machen wir aber auch demnächst. Logistikroboter und die Kisten. Wobei die Kisten hier alle komisch aussehen. Das wollte ich mir eh nochmal angucken. Stopp. Du. Aber wir haben die schon. Guckt euch das mal an. Wir haben ganz normale Passive Provider Chests. Die kosten eine Smart Chest und ein roter Chip. Was ist mit denen hier? Ach, die brauchen normale Kisten. Und dann noch 5 blaue Chips dazu. Und warum sind die besser? Storage Size 72. Was für eine Storage Size haben die? 48. Aber wozu? Mal ernsthaft, weil wir benutzen meistens nur 2-3 Slots von denen. Sowohl bei den Requester Chests als auch bei den Provider Chests. Alles komisch, nee, das erforsche ich nicht. Aber ich baue schon mal die hier. Bau mal bitte schön 10 blaue und 10 rote. Und Logistikkisten. Wo sind die Logistikkisten? Die brauche ich noch. Die brauche ich auf jeden Fall. Unter was sind die Logistikkisten? Die sind nicht hierbei. Da sind sie bei. Hä? Wenn wir das erforschen, dürfen wir Roboports bauen. Wir bauen doch schon Roboports. Komisch, komisch. Aber es kostet nicht viel. Research. So, die tickern alle durch. Das ist gut. Sind die ersten schon fertig? Ja, blaue Kisten. Blaue Kisten waren die. Ich hätte gern Kisten. Ich hätte gern Kisten, kommen primär nach oben, richtig? Ja. Aber ich will gerade nicht nach oben gehen. Also drücke ich wieder Q. Die blauen Ärmchen sortiere ich mal ein. Die brauchen wir gerade nicht. Die MK1-Boiler können noch aussortiert werden. Da. MK1-Boiler weg. Repair Packs. Ja, kann ich dabei lassen. Große Strommasten brauche ich auch nicht unbedingt im Inventar.
Holzkisten bräune ich. Alte Munition brauche ich nicht. Wir haben neue. Die Boiler weg. Ja, okidok. Also schon wieder Holz. Dummes Holz. So. Roboports. Einbauen. Lange warten. Das mit 45. Das ist so übel. Aber wir brauchen das. Wir brauchen die Roboports überall. Das habe ich beim Platzieren nämlich ganz übersehen. Wo bist du? Wir hatten noch einen Roboport im Inventar. Oh ne, wir konnten eins bauen. Also, das Ding reicht nämlich nicht bis zu den Mauern. Das heißt, hier muss auch noch ein Roboport hin. Und wir müssen hier außenrum auch noch überall Roboports hin. Wir brauchen dermaßen viele von denen. Und wir werden nicht viele rote Chips auf Vorrat haben. Ja, ich schätze 60. Wow. Ich kann nicht schätzen. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich habe da was vor. Grüne Chips nehme ich auch gleich mit. Dann können wir ein paar blaue herstellen. So. Und, ja, okay. Spielerinventar kann uns auch ein bisschen craften. Das ist in Ordnung. Entlasten wir die Fabriken. So, ich weiß ja nicht so ganz. Macht es wirklich Sinn, dass jetzt hier... Das kann man mit, das kann man mit. Macht es jetzt Sinn, die langsam hier zu schnellen zu machen? Nö. Das Ding ist eh schon einigermaßen ausgelastet. Das ist schon schneller. Muss eigentlich nur da schnell sein, wo irgendwelche Ämpchen das wegschnappen könnten, wie zum Beispiel hier. Oh, warte mal, die Zahnräder? Wir sollten die Zahnräder beschränken. Ja, da war was. Gut, sehr gut. Zahnräder sind beschränkt. Die Ärmchen. Ärmchen sind... durch Stau bedingt beschränkt. Das ist auch okay. Ja, okay. Vertrau deinen Fließbändern, Geogon. Vertrau deinen Fließbändern. Vertrau in das Herz deiner Fließbänder. Oder so ähnlich hieß das doch, ne? Mhm. Also, wir gehen jetzt mal hoch. Gucken, ob alles beim Rechten ist. Kohle zum Beispiel hätte ich mitnehmen können für Plastik. Aber wir haben 2,5, glaube ich, Kisten voll mit Plastik. Das sollte also nicht das Problem sein. Das haben wir... Hä? Oh, es gibt natürlich auch wieder einen Die-Tech Roboport, der nicht den alten Roboport braucht. Das mag ich nicht. Was macht man da mit den alten? Krummelkrumpf und das kostet viel zu viel. Das ist wirklich High-End-Zeug. High-End-Zeug, High-End-Zeug, High-End-Zeug. MK2-Schild, Fragezeichen. Braucht 2x2 Slots, nö. Power Armor ist zu kostenintensiv. Sniper-Gewehr klingt interessant, aber schnelle Roboter. Klingt gut, oder? Wollen wir schnelle Roboter bauen? Obwohl, das bessere Tool... Effektivitätsmodule. Verbraucht Energie, verringert Energieverbrauch. Ja, nee. Wir bauen dann einfach mehr Steam Engines, das brauchen wir nicht. Shotgun-Geschwindigkeit. Das klingt wie ein sehr solides Forschungsthema. Hast du genug Eisen? Nein. Hast du genug Kupfer? Ja, geht so. So, du hast 850. Das heißt, du brauchst auch dementsprechend Eisen. So. Blaue Chips kommen mit. So, hier war das, dass du 10 grüne brauchst und einen roten, richtig? Ja, also brauchst 20 grüne und 2 rote für einen blauen, was schweineteuer ist. Also gut, das heißt 200 davon, 400 davon, 400 davon. 10% davon wären dann 40. Ja,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ungefähr. Und dem machst du davon welche. Schwefelsäure ist fast voll. Sorgen wir dafür, dass es voller wird. 10, 10, 10, 10, 10. Ja. Kohle ist alle, ja. Deswegen läuft das hier nicht. Petroleum, oh. Petroleumgas ist voll. Ja, deswegen arbeite ich hier nur wenig. Leichtöl ist leer. Das ist eine sehr gute Nachricht. Oh. Die Kisten leeren sich sogar. Düm, 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 düm. Aber es ist trotzdem okay. Das ist völlig okay. Wir haben so viele Kisten da. Wir könnten theoretisch eine Reihe machen aus Ärmchenkiste, 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 Ärmchenkiste bis ganz nach unten. Und dann warten, bis die Kisten alle irgendwann voll sind. Das wäre auch ein lustiges Spielchen. Du, Schweröl. Schweröl ist leer. Lubricant ist genug da für das, was es machen soll. Nämlich fast gar nichts. Du bekommst da Chips. Du bekommst da... Wo sind die Engines, die ich mitgenommen hatte? Da, 18 Stück. So, und dann stellst du jetzt... Wie viel war das pro... Pro Engine eine Engine. Das heißt, wir bekommen gleich 18 rote Engines. Nur ist okay. Und verbraucht halt kaum Lubricant. Und das hier haben wir eh gekappt. Das heißt, alles, was an Schweröl produziert wird, läuft nicht hier mit rein in den Kreislauf, sondern geht direkt hier mit hin. Okay. Kupfer sieht gut aus. Will ich da oben jetzt hinlaufen? Ich scroll mal hin. Die Kupferfelder sehen noch gut aus. Ich weiß aber nicht, wie aktuell das hier ist. Also ob unsere Radaranlage... Bau davon mal bitte. Und brech kurz den Ruheport ab. Ich baue mal zwei Radaranlagen. Strom haben wir ja. Damit wir hier ein aktuelleres Bild haben von unserer Umgebung. Weil die eine Radaranlage, die jetzt da rumblippt, die macht fast gar nichts. Wo landet ihr? Da. Radaranlage, blubdiwupp, blubdiwupp. Dürfte jetzt wieder mehr Smog verursachen. Was steht da? Steht kein Smogwert bei. Pollution 3,6. Oh, also Radaranlagen verursachen anscheinend keinen Smog. Das ist gut. Dadurch sind sie auch kein Ziel von den Beißern, also kein Primärziel. Wenn ich das richtig verstanden habe. Damage 5 plus 0,5. Oh, irgendeiner von euch müsste jetzt schon Kills haben, oder? Kills 0, Kills 0, Kills 1. Damage stellt 6. Ist nicht so viel. Ja, 1, 2, 3. Oh, 3 Kills. Insgesamt 6, 7, 8. Also der Trupp, der hier vor ein paar Folgen mal kurz aufgetaucht ist, den ich übersehen hatte, es waren wohl 8 Beißer und die wurden alle gekillt, bevor sie überhaupt in die Nähe kamen. Das ist sehr beruhigend zu wissen. Die Radaranlage deckt ein bisschen Kleinkram auf. Ja, okay. Strom immer noch in Ordnung. Jupp, 50%. Das heißt, theoretisch könnten wir noch mehr davon bauen, aber das ist... Was ich jetzt gerade ganz gerne hätte, wären mehr davon. Dann fehlt uns Kupferplatten. Die hole ich auch noch gleich. Oh, und die, ich hätte gern Kisten. Oh, warte mal. Die könnten wir mal da unten mit hin tun und du mal da hin tun. Und euch könnten wir sogar festmachen. So. Du bist eine Bitteschön-Kiste. Und das hier unten. Ich weiß nicht, ob ich diese Brennstoffblöcke von Robotern transportieren lassen will. Das würde die, glaube ich, zu sehr auslasten. Außer wir haben wieder 300 Stück davon. Das ist dann nicht so schön. Dann hätte ich gern eine Ich-hätte-gern-Kiste hier. Eine Ich-hätte-gern-Kiste da. Die wir auch noch einstellen sollten, fällt mir gerade ein. Du hättest gern Kupfer. Oh, wir können hier Zahlen eingeben. Du hättest gerne 100 Kohle, nicht Kupfer. 100 Kohle, okay. Du da oben hättest gerne einen Weg hier durch die ganzen komischen... So, da. Du hättest gerne 100 Eisen. So.
Wir brauchen noch mehr. Ich hätte gern Kisten und zwar hier. Wobei ich daraus jetzt echt eine Kiste mache. Ja, komm. Eine, ich hätte gern Kiste und zwar hätten wir gerne davon. Yeah. Erstmal, ja. Okay, 50.